Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir sind hier auf der Schwertküste in Puerto Isabella bei der Inquisition, beim Sebastiano, dem Chef der Inquisition hier auf der Insel, und rauben ihn aus. Genau. Und damit es noch besser funktioniert, werden wir jetzt mal anfangen, hier ein paar Sachen zu trinken. Nämlich, warte mal, wo war denn das? Da gibt es ja eigentlich benutzbar, müsste das ja sein? Narrensaft, da haben wir ihn ja. Permanente Wirkung, das heißt, es darf nie mehr weggehen eigentlich, ne? Gelernt, jawohl. So, das haben wir alles weggesoffen. Passt. Schön. Wie schaut es eigentlich mit unseren Werten aus, Talente? Liebeskunst 95. Oh yeah. Feine Geschichte. Silberzunge mehr als genug. Da brauchen wir nie mehr was umwechseln. Da können wir eigentlich diesen... Was war es denn? Was ist das? War das jetzt ein Ring? Na, Ring, nicht Amulett. Hier, den Ohrring können wir jetzt eigentlich schon permanent wechseln. Ich würde sagen, klingenfest. Stichwaffen. Ist ja mit Degen gemeint, oder? Ist das eine Stichwaffe? Ich glaube schon, ne? Weil die Dolche sind ja Wurfwaffen. Ich glaube, ich werde den Matrosenring nehmen. Klingenfest hört sich gar nicht so schlecht an. Nehmen wir mal den, also ein Ohrring halt, ne? Den nehmen wir mal und jo. Passt. So, Logbuch. Charakter, das müsste eigentlich alles hinhauen. Gut. Zack. Ach so, wir können auch wieder mal was lernen, ne? Gerissenheit, ich weiß nicht so recht. Weißt was, das lassen wir noch. Wir sammeln derweil weiter Ruhm und Ehre und dann passt es schon. Wow, langsam. Apropos, Rotwein, super, dann können wir super verkaufen wieder. Und dann tun wir gleich Stiefel sofort, das ist ein Schloss. Das war jetzt das leichteste Schloss zum Knacken. Für so eine große Truhe, ne? Kette des Jägers, lol, brauchen wir gar keine herstellen. Ah, wunderprächtig. Dann zweimal Grog, ja, die Stein, zwei Goldbrocken und 50 Goldmünzen. Sauber, sauber, schöne Truhe. Sowas kann man öfter haben. Was? Dann haben wir das auch schon. Chani, kommst du? So. Schleichen beenden. Den konnte man auch noch nicht ausrauben, ne? Ich probiere jetzt einfach mal was. Wir speichern. Neuer Spielstand normalerweise, also hier, neuer Spielstand nicht, also einen anderen halt. So, ich probiere jetzt einfach. Wenn es nicht aufregt, ist ja alles gut. Und zweimal Proviant, 5 Kugeln und 10 Goldmünzen. Der hat das echt nicht mitgekriegt. So ein Trottel. Naja, passt, uns soll es recht sein. Sehr gut. Servus. Dann gehen wir mal hier rauf. Hierhin haben wir die Kiste schon. Ja, die ist leer. Man kann es ja fast nicht glauben. Haben wir hier drin noch was? Schleichen. Fechtkünstler. Wir sind verletzt. Aha. Muss ich auch mal schauen, dass wir uns ein bisschen hinlegen. Jawohl, die Kiste machen wir auch gleich mit. Sie kriegt es hoffentlich nicht mit. Tun wir wieder speichern, schön brav. Und ausrauben. So, ist die auch so einfach? Na, die ist schon schwieriger. Okay. Kann nicht immer alles so einfach sein. So. Ja, das schaut... Aha. So vielleicht. Aha, das war auch verkehrt. Zwei vielleicht. So. Und so. Ja, super. Perfekt. Haben wir geschafft. Schädelohrring. Einschüchtern plus 5. Das ist schon mal interessanter. Für ein Ohrring, den werden wir gleich anziehen. Goldwert 40, ein kleiner Totenschädel aus Bronze. Perfekt.
Dann ein Jaguarherz, holler die Waldfee. Die Eingeborenen sprechen dem Herz große Macht und Stärke zu. Warzenschweinfell, Krallen, Leuchtkugel, Zähne und Knochen. Perfekt. Sehr gut. Was haben wir da? Ein Buch für nix und wieder nix. Alles klar. Dann können wir, glaube ich, normal gehen. Du hast jetzt Isabella. Bis bald. Bis bald. Ja. Ciao, ciao. Bis bald, glaube ich, nimmer, weil wir haben hier alles geplündert. Ich hätte mir sollen, ich hätte mir die Kisten vielleicht aufschreiben sollen, welche wir hatten und welche nicht. Da fällt mir aber gerade ein, die Kanonenkugeln. Könnte aber auch, ich meine, die Kröte da wäre es ein Blödsinn, oder? Puerto Sacarico. Ich glaube, das ist ein Schwachsinn. Das ist ja nicht die größte. Die größte Expedition ist ja wohl definitiv hier. Aber wo kriegen wir diese. Die Kanonenkugel ist sicher im Lagerhaus, ne? Die ist sicher im Lagerhaus. Aber wie kriegen wir diesen depperten Schlüssel? Stibitzt. Oder hätte ich müssen. Oder hätte ich das anders machen müssen? Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Ich schau nochmal. Hier haben wir aber schon stibitzt, oder? Ja. Das haben wir schon gemacht. Wenigstens etwas. Ach ja. So. Hier haben wir aber normalerweise auch stibitzt. Ja, passt alles. Alles fein, alles gut. Ah, da sitzt da draußen. Kann man bei dir was stibitzen? Ich habe wirklich viel zu tun. Später vielleicht. Das gibt's ja nicht. Dass man da dann nirgendwo so einen Schlüssel herkriegt. Das Äffchen kann man wahrscheinlich auch nicht skillen, ne? Dass es dann Schlösser knacken kann. Aber wie soll es das auch können, ne? Das ist schon ein Hammer, dass er Sachen mitnimmt. Auf Befehl hin. Ich glaube, das konnte man das knacken. Tatsächlich. Geht ja einfach. Puh, einfach knacken. So, okay, was stellt sich so deppert an? Du komische alte Frau. So. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Geht da irgendwas? Irgendwie klappt da gar nicht viel. Na? Jetzt vielleicht? Jawohl, jetzt haben wir's. Super. Super. So, nix wieder rein. Lol, ne? Und die nächste Kiste öffnen. Vielleicht haben wir Glück und es ist wirklich Sturmwind drin oder so. Boah, das wäre wieder eine einfache Truhe. Also vom Schlossknacken her. Ring des Jägers. Muskete plus 5. Schrotflinte plus 5. Goldwert 100. Dieser Ring soll Jagdglück bringen. Auch nicht schlecht. Fackel, Grog, Proviant, Kugel, 6 Stück und 15 Gold. Nix da. Mit irgendwelchen so irgendwelche Sachen. Sophias Notizbuch. Ich kann nicht verstehen, weshalb Miguel solchen Wert auf diesen alten Pulverbeutel legt. Da er ihn ja doch nie benutzt, würde ich das Ding lieber zu Geld machen. Den Pulverbeutel habe ich schon. Passt. Sehr, sehr gut. So. Ging doch einfacher als gedacht. So, den Rest können wir raussprinten. Ja, entferne dich. Ich bin schon weg. Ich bin schon fort. Ja. So.
Aber das mit der Kanonenkugel... Jo. Fass hier bloß nichts an! Würde ich nie machen. Das mit der Kanonenkugel ist mir ein Rätsel. Ich dachte echt, die wäre hier. Das ist dann hier doch nicht als Expedition. Oh. Die größte Expedition. Das wird wahrscheinlich wieder drüben gemeint sein, ne? Also... hier. Marakai. Zweiter Stützpunkt der Inquisition auf Aborea. Auch hier verbirgt Dichter Dschungel viele Geheimnisse und tödliche Gefahren. Dann wird das hier gemeint sein wahrscheinlich. Verdammt. Bin ich umsonst jetzt der Kanonenkugel gefolgt? Naja, zerbrochene Rassel. Marakai-Stamm, was haben wir hier? Galgenstrick, Lagerhaus auf Antigua. Dann machen wir halt das. Dann können wir das gleich... Na, das ist wieder eine andere Quest. Antigua zweimal. Ja, passt. Dann gehen wir Antigua zuerst, dann nach Caldera und dann machen wir halt die anderen Sachen. Na toll. Super gemacht, Zocki. Wirklich. Kann man nur gratulieren. Dann nach Antigua. Na super. Es tut mir sehr leid, aber wir haben immerhin hier ein paar Kisten aufmachen können. Das ist nicht schlecht. Passt. Dann können wir noch einmal pennen. Hey, mach das nicht! Ich bin schon weg gleich. Du nur schnell kurz schnarchen eine Runde und ist schon erledigt. Und genau, den gefundenen Rotwein gehen wir auch bei Sophia ab, wenn sie da ist. Doch, da steht sie. Sophia, eine Flasche Wein abgeben. Hier, hast du noch eine Flasche. Danke. Sehr gut. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Da können wir gleich verkaufen. Unseren Plunder, den wir da jetzt noch gefunden haben, das machen wir noch fix. Und dann segeln wir wieder weiter. Warzenschweinfell braucht wahrscheinlich auch kein Mensch. So. Krallen war, glaube ich, auch für nichts. Da würde ich sagen, tun wir 25 weg. Leuchtkugeln kann sie auch welche haben. Zähne. Brauchen wir sowas für Voodoo? Ich weiß es gar nicht. Zur Not, wenn wir halt was basteln müssen, muss ich es mir halt wieder kaufen. Ist nicht sonderlich schlau, ne? So, das hätten wir auch. Haben wir ein Rezept doppelt? Glaube ich nicht. Benutzbar. Fackel, Rum, Grog, Bloody Mary, Proviant, Trank, Tränke, noch mehr Tränke. Noch viele Tränke, noch mehr Tränke. Ausrüstung, da haben wir irgendwas doppelt gehabt, ne? Irgendein Ring. Ach sowas. Passt schon. Ringe hatten wir doppelt, ne? Ohrring. Ah ja, funkelnder Goldring können wir einmal hergeben. Und Ohrring hatten wir einen doppelt hier. Dann, wie schaut es mit Amuletten aus? Da haben wir nichts doppelt. Füße, ich glaube, rechte Hand vielleicht noch. Fluchpuppe, können wir eine hergeben. Speer von mir aus einmal. Hier ist ja auch nichts. Passt. Hätten wir alles. So. Passt. Dann würde ich sagen, wir hauen hier ab. So, lala. Also, wir reporten uns. Genau, zum Piratenturm und von dort, glaube ich, war irgendwo diese Anlegestelle, genau. Anlegestelle. Anlegestelle. Ach, wie schön. So. Lalala, ratara. Dann nach Antigua wieder zurück, dort die Quests beenden. Ich glaube, das waren jetzt 2 oder 3 oder 4 so rum. Machen wir das alles fertig und dann können wir die neue Insel erkunden. Jawohl. So, ich glaube darüber, da ist auch schon das Ruderboot. Das Boot ruht her. So, servus. Und zur Stadt, nein, zum Schiff, bitte. So, perfekt. Liebe Patty, wir müssen weiter. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und zwar Antigua, bitte. So, fein. Einmal sinnlos herumgereist. Mehr oder weniger sinnlos. Boah, ich muss mir unbedingt merken, wenn wir dann Risen 3 spielen, ne? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie lange jetzt das Risen 2 noch geht.
Natürlich spielen wir es fertig, ne? Aber ich meine, bis das Spiel zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob es ausgehen wird, bis 3 zu zocken, bis Alex da ist. Das kommt jetzt ja im Oktober. Puh, hast du mir natürlich schon vorbestellt. Ja, wir werden es Let's Playen. Natürlich auch Gilde 3, habe ich eh schon mehrmals gesagt. Bin ich auch gespannt, ob es wirklich am 29. Dezember kommen tut. Muss ich mal fast schauen, was das für ein Tag ist. Es ist ein Sonntag, dann kann es gar nicht kommen. Und natürlich haben wir hier das schönste Wetter überhaupt. Ich glaube, ich werde mal Jafar mitnehmen. Das soll mal ein bisschen stibitzen nebenbei. So, mein Freund, komm mit. Komm mit. Claro. Nehmen wir mal ein bisschen Jafar mit. So. Also, jetzt sind wir mal da. Stellen wir uns da mal blöd hin. Und schauen wir jetzt nochmal nach. Was wollten wir jetzt haben? Wir wollten den Galgenstrick haben. Der ist im Lagerhaus von Antigua. Gut, dann werden wir uns mal das Lagerhaus anschauen. Wobei wir da schon 20 Mal drinnen waren. Und irgendwie, war ich der Meinung, wir hätten alles. Ist aber scheinbar nicht unbedingt richtig. So. Also, ich glaube, uns hört keiner. Ich hoffe, dass Rick nicht mitkriegt, dass wir da sind. Vielleicht war ich einfach nur in einem Winkel, also nicht in einem bestimmten Winkel. Und ich habe eine Kiste nicht aufbekommen. Pff, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das komisch. Es könnte auch sein, dass es jetzt nicht auf dieser Seite des Lagerhauses ist, sondern auf der anderen Seite. Ja, da will ich nicht hin, da falle ich nur wieder runter und breche mir das Genick. Ein Galgenstrick. Gut, hier ist er mal nicht. So. Dann auf der anderen Seite gibt es noch einen Weg rauf, ganz nach oben. Ganz nach oben droben. Und, ja, wie gesagt, Durchzugstraße, ne? Ist schon soweit gewesen. Ich hoffe, ihr habt es nicht viel mitbekommen. Das Gequitsche hier. Hast du gehört? Captain Slade soll mit Mara im Bunde gewesen sein. Ja! Er war schon ein Dreck. Ja, er ist ein Bastard gewesen. Gott sei Dank haben wir umgenietet. Ja, zack, brack aus, die Maus. So, hier oben habe ich gemeint gehabt, das gehört ja streng gesehen auch noch zum Lagerhaus. Und ich hoffe sehr, dass hier das ist, was ich suchen tue. Aber wahrscheinlich nicht. Im Lagerhaus ein Galgenstrick. Wie habe ich den dann übersehen können? Und wie wir sehen, der ist da irgendwie nirgendwo. Schon was Besonderes gefunden? Schon was Besonderes gefunden? Piraten sind gute Sammler. Haben das Beste auf Antigua schon geplündert. Kann gut sein. Trotzdem weitersuchen. Vielleicht Jafar hat Glück. Okay. Sollen wir uns trennen? Na, gib mir alles, was du gesammelt hast. Noch nicht passt. Das gibt's ja nicht. Da oben ist auch noch was. Kann das sein? Ja, aber wie in drei Teufels Namen kommen wir denn darauf? Aufs Dach, ne? Vielleicht, eventuell. Da ist nirgendwo eine Luke, wo man hochkraxeln könnte. Unser Äffchen schafft das auch nicht, oder? Naja, wieso eigentlich nicht? Ich probiere jetzt einfach mal. So, benutzbar. Äffchen. Bitteschön, mein Freund. Ganz behutsam. So. Schauen wir mal. Äffchen kommt da schon mal durch, ne? Aha. Hoppala. Ich dachte, es geht. Warte kurz. Ruck. Hüpf. Aha. Ja. Haha. Schau mal. Ist das fies. Ein Knochen. Eine Schaufel. Der kann die Schaufel mitnehmen. Eine Fackel. Und der Galgenstrick, der ist es schon. Mit den Äffchen geht's. Alles klärchen. Eine Kiste. Ja, das war schwer, gell? Boah, Rum und Gold haben wir gekriegt. Boah, das ist echt nicht schlecht. Ich mag das Äffchen, das ist so cool. Echt nicht schlecht, Herr Specht. Haben wir jetzt alles? Ich denke schon, ne? Ha! Ja. Kann man hier durch? Runterfallen? Nein. Dann müssen wir hier wieder raus wahrscheinlich. Hoppala.
So. Ja, ja. Haben wir das Rätsellösung schon gefunden. Super. Und zurück zum Ich. Jawohl, Questgegenstand. Super. Der Gallenstück ist unser. Fein. So einfach kann es gehen. Logbuch. Was haben wir denn jetzt noch? Die Voodoo-Nadel ist hier auf Antigua, ne? Also auf der Karte markieren, was nichts bringt, weil wir brauchen die Händlerin. Ja, das heißt, wir hauen hier wieder ab. Äffchen ist cool. Könnt ihr euch gleich mal merken, liebe Leute. Jeder, der noch Risen 2 zocken möchte und das Spiel vielleicht nicht kennt oder das Äffchen noch nie ausprobiert hat, es ist cool. Ich laufe total verkehrt. Ich hätte jetzt andersrum müssen. Ist ja bestimmt. So. Die Voodoo-Frau ist dahin, daheim. Und die hatte das, glaube ich, zum Kaufen. Ebenfalls für 2000 Goldstücke. Ne? Das wäre echt gut, selber. Echt gut, genau. Echt cool, selber Münzen herstellen zu können. So, liebe Emma, zeig mir deinen Kram. Zeig mir deinen Kram. Sieh dir ruhig alles genau an. Die ist so gemütlich, die Frau. So, wie war denn das? Wahrscheinlich wieder ganz unten. Die Voodoo-Nadel für 2000 natürlich. Ja, damit. Zack, Ruhm und Ehre haben wir bekommen. Gut. Trank der Ehrfurcht. Das ist nicht permanent, ne? Somit kann mir das schon mal gestohlen bleiben. Hauer, ja, der Anhänger. Ich hätte halt gern, ne, wieder so ein Tränkelein gehabt mit permanenter Wirkung. Zum Beispiel für, ja, zum Beispiel für unsere Kampfkunst, ne? Das wäre toll gewesen. Ui, der Part ist wieder zu Ende. Entschuldigt bitte vielmals. Ich habe Überlänge gemacht. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin immer so vertieft im Spiel, weil es einfach toll ist. Es tut mir sehr leid. Aber, naja, 2 Minuten sind hoffentlich verschmerzbar. Es war ja schon einmal schlimmer mit mir, ne? Also gut, ihr Lieben. Dann muss ich mich für heute leider wieder bei euch verabschieden. Ich bedanke mich selbstverständlich wieder von ganzem Herzen fürs Ertragen und Erdulden meiner Fails. Fürs mit dabei sein, fürs Anschauen. Ja, wünsche euch selbstverständlich wieder von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer den Part hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!